Horst Seehofer musste heute im Bundestag Rede und Antwort stehen zur BAMF-Affäre um falsche Asylbescheide. Derselbe Seehofer, der vor wenigen Wochen noch ganz forsch forderte, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge schneller abzuschieben. Auch Fachkräfte, die hier gebraucht werden. Einige vom Westbalkan sind längst freiwillig gegangen. Denn sie vertrauten auf das Versprechen der Bundesregierung, sie dürften wiederkommen. Nicht als Asylsuchende, sondern mit einem Arbeitsvisum. Und damit ganz legal. Doch nun legt der deutsche Staat ihnen Steine in den Weg. Genau in den Weg, den er ihnen zuvor gewiesen hatte. Jutta Sonnewald über ein schizophrenes Deutschland, das Fachkräfte braucht und ihre legale Einreise zugleich blockiert. Besim Hasani ist diplomierter Krankenpfleger. In seiner Heimat, dem Kosovo, findet er keinen Job als Pfleger. Deshalb arbeitet er als Handelsvertreter in Supermärkten. 6 Tage die Woche für rund 300 Euro im Monat. Das reicht für die 4-köpfige Familie gerade so zum Leben. Ich muss etwas arbeiten und ich muss für meine Familie etwas zu Hause bringen. Und mein Traumjob, wo ich auch schon vorbereitet bin und auch diplomiert, ist Krankenpfleger. Das mache ich auch gern mit Menschen. Vor 2,5 Jahren hat Frontal 21 schon einmal über Besim Hasani berichtet. Der Kosovo-Albaner suchte für sich und seine Familie ein besseres Leben, kam nach Deutschland. Wie für Zigtausende vom Westbalkan wurde daraus nichts. Die Familie strandete im Rückführungszentrum im bayerischen Manching. Nach 8 Monaten der Entschluss, freiwillig in den Kosovo zurückzukehren. Freiwillig deshalb, weil die Bundesregierung allen Asylsuchenden vom Westbalkan versprochen hatte, wer aus freien Stücken zurückkehrt, darf legal wiederkommen mit einem Arbeitsvisum. Es ist nicht leid, aber mit der Hoffnung, dass ich das Visum bekomme, mit der Hoffnung, ich gehe gerne und dann ich komme einfach normal und legal einfach. Deswegen habe ich entschieden, dass ich freiwillig gehe. Ich hoffe immer noch, dass es klappt. Besim Hasani machte sich auf den Heimweg. Die Bundesregierung hatte im Herbst 2015 das Asylrecht verschärft, die Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern erklärt. So wollte sie verhindern, dass immer mehr Wirtschaftsflüchtlinge kommen. Im Gegenzug sollten Arbeitssuchende wie Besim Hasani Arbeitsvisa erhalten. Deutschkenntnisse und berufliche Qualifikation sollten dabei keine Rolle spielen. Einzige Voraussetzung, ein Jobangebot in Deutschland und eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit. Das Besondere an der Westbalkanregelung ist, dass eben auch Ungelernte, Angelernte, Hilfskräfte aus den dortigen Staaten hierher kommen können. Und es gibt dafür einen offenkundigen Bedarf, sonst würden nicht so viele Arbeitserlaubnisse für diesen Bereich ausgestellt werden. Mehr als 100.000 Antragsteller vom Westbalkan bekamen von der Bundesarbeitsagentur eine Arbeitserlaubnis. Doch die deutschen Botschaften vor Ort erteilten lediglich jedem Dritten ein Arbeitsvisum. Auch Besim Hasani hat nach wie vor kein Visum. Sein erster Antrag abgelehnt. Begründung? Keine ausreichenden Deutschkenntnisse. Dabei sollten die doch gar keine Rolle spielen. Auf einen zweiten Termin bei der Botschaft wartet er inzwischen mehr als 11 Monate. Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe niemals geglaubt, dass so lang wird, wie ich wieder nach Deutschland komme. Das ist irgendwie, das Hoffnung habe ich noch nie verliert. Aber ich bin ein bisschen schwach geworden, dass irgendwie ich sehe, dass das Kraft zum Kämpfen irgendwie es ist ein bisschen schwach geworden. Dabei würden in Deutschland gleich 2 Arbeitgeber Besim Hasani einstellen, zum Beispiel der ambulante Pflegedienst von Zilfi Gashi in München. Bereits seit 3 Jahren gilt sein Jobangebot, trotz der immensen bürokratischen Probleme mit der deutschen Botschaft im Kosovo. Besim Hasani musste 3-mal auch den Arbeitsvertrag erneuern, aktualisieren alle 6 Monate, ob ich als Arbeitgeber immer noch Interesse habe an den Bewerber. Und das ist einfach, ich sehe das als reine Schikane. Auch der Fliesenleger Bari Bekri hat ein Jobangebot in Bayern. Annehmen kann er es nicht. 2 Jahre hat er auf eine Antwort der deutschen Botschaft gewartet. Schließlich wurde sein Antrag abgelehnt. Auf einen neuen Termin wartet er seit einem halben Jahr. Ich bin sehr frustriert und wütend. Der Arbeitgeber in Deutschland sagt, ich schicke der deutschen Botschaft alles, was nötig ist. Ich habe Angst, den Arbeitsplatz nicht zu bekommen. Vielleicht hat mein Chef dort bald keine Lust mehr, auf mich zu warten. In der deutschen Botschaft in Pristina wurden zuletzt 11 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Dem Andrang wird die Vertretung offenbar trotzdem nicht Herr. Es
eine Zermürbungstaktik auch gegenüber den Betroffenen. Alleine die Wartezeiten, also dass man überhaupt einen Antrag auf ein Visum stellen kann. Also entweder der Arbeitsplatz ist plötzlich weg, weil es zu lange dauert, oder aber das Visum kann nicht mehr gegeben werden, weil der Arbeitsplatz nicht mehr da ist. Für die Grünen steht fest, die Große Koalition habe 2015 zwar das Asylrecht verschärft, ihr Versprechen, freiwillige Rückkehr gegen Arbeitsvisa, aber gebrochen. Die Regelung zeigt sich zunehmend als bürokratisches Hindernis. Wenig erteilte Visa und sehr, sehr lange Wartezeiten. Also für uns scheint es sozusagen eine gezielte Regelung zu sein, die ins Leere laufen sollte. Zuständig ist Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD. Kein Interview. Schriftlich teilt das Ministerium mit, Zitat: Das Auswärtige Amt hat die Auslandsvertretungen in den Westbalkanstaaten personell maximal verstärkt. Dabei wurden die räumlichen Kapazitäten ausgeschöpft und erweitert. Mit der enormen Nachfrage nach Visa zur Arbeitsaufnahme können sie jedoch nicht Schritt halten. Selbst dem Unionspartner der Union reicht das nicht. Der Außenminister müsste das zu seinem eigenen Anliegen machen, dafür sorgen, dass unsere Visa-Abteilung personell schnell aufgestockt werden. Man braucht eine einfache und schnelle Lösung. Wenn heute ein Arbeitgeber in Deutschland jemanden sucht, der aus dem westlichen Balkan hierher kommen kann, der dazu passt, zu dem es eine Arbeitserlaubnis gibt, dann muss der eigentlich in 2-3 Wochen auch hier sein und nicht erst in 5 Monaten. Besim Hasani ist am 20. April wieder vor der deutschen Botschaft. Mindestens noch 2 weitere Monate müsse er warten, wird ihm dort mitgeteilt. Außerdem sei nach einjähriger Wartezeit sein Arbeitsvertrag mit der Klinik in Deutschland abgelaufen. Den müsse er nun erneuern. Wow, es ist wirklich schwer. Also nochmal eine bürokratische Hürde? Ja. Ich weiß jetzt wann. Ich weiß es nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum es so lange warten muss. Es ist ein bisschen kompliziert.